Jetzt werden wir da schon, sagen wir mal, über Zukunftsthemen sprechen. Da finde ich das sehr wichtig, wenn man Wunschlisten deponiert, dass die vollständig sind. Da gehört für mich das Selbstbestimmungsrecht dazu. Es zeigen auch die praktischen Auswirkungen allein. Nach dem verlorenen Referendum in Schottland gab es einen massiven Schub an weiteren autonomen Rechten für Schottland. Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien führt dazu, dass in Madrid endlich darüber nachgedacht wird, den Katalanen mehr Rechte zu geben. Also Druck erzeugt manchmal auch gute Ergebnisse, obwohl man noch nicht das Endziel erreicht hat. Grundsätzlich dieses Recht, das den Südtirolern meines Erachtens zweifellos zusteht, ob es auch gewünscht ist von der Bevölkerung, auf diesem Weg weiterzugehen und dieses Recht gegebenenfalls auch in Anspruch zu nehmen. In Anlehnung an den Völkerrechtler Felix Ermacora, der einmal gesagt hat, die Frage, ob das Selbstbestimmungsrecht zusteht, ist eine rechtliche Frage. Ob man es ausüben soll, eine politische, und ob man dann gegebenenfalls eine Entscheidung für eine Sezession durchsetzen kann, das ist dann eine Machtfrage. Aber da, wo wir uns jetzt befinden, in diesem Stadium, nämlich für die Zukunft mögliche Lösungsmodelle zu finden und Optimierungsmodelle, da finden Sie mich ganz auf Ihrer Seite, ja, da gehört für mich auch die ergebnisoffene Diskussion, ob eine Zukunft bei Italien für unser Land schädlich ist oder nicht, völlig dazu. Und auch in diesem Rahmen und auch an diesem Tisch. Autonomie oder Selbstbestimmung, beziehungsweise der Kollege Dallos Barber hat es auch gesagt. Eins von beiden, beides geht nicht. Also meines Erachtens ist das nicht korrekt. Zum einen schließt das eine das andere mal grundsätzlich nicht aus. Das würde ja bedeuten, dass die Südtiroler sozusagen implizit verzichtet hätten auf das Selbstbestimmungsrecht. Aber genau das ist ja eben nicht passiert. Schon allein der Landtag hat das schon festgestellt, übrigens mit großer Mehrheit von 26 Stimmen im Jahr 2014 erst, dass genau das nicht passiert ist. Und hat da ein Zeichen gesetzt, dass das Selbstbestimmungsrecht für die Südtiroler unverzichtbar bleibt. Hat der Landtag damals beschlossen. Also offensichtlich ja, folgt, sagen wir mal, schon allein die Landtagsmehrheit in Südtirol nicht dieser Auffassung. Ich im Übrigen auch nicht. Es gilt ja auch grundsätzlich das Wort von Maniago in diesem Sinne, dem ich persönlich mich auch anschließen kann, nämlich die Blumen am Wegesrand zu pflücken. Und das schließt sicherlich nicht aus, die Autonomie auszuweiten und zusätzlich noch darüber hinaus zu denken.